Die nordrhein-westfälische Landesregierung denkt darüber nach, etwas Ähnliches zu machen, was in Österreich gerade propagiert wird, nämlich zu sagen, wir verbieten bei jungen Mädchen unter 14 das Tragen von Kopftuch in der Schule oder sogar schon in der Kita, weil es Fälle gibt, wo kleine Kinder, kleine Mädchen, 14, 12, 10 jünger mit Kopftuch hingeschickt werden. Und damit sicher auch geprägt werden für die Frage dann, was sie mit 16, 17, 18 entscheiden, ist es ja auch entscheidend, wann sie damit angefangen haben. Die nordrhein-westfälische Landesregierung plant das. Herr Plasberg, aber dann geschieht genau das. Sind Sie sich da auch einig? Natürlich bin ich da dagegen, weil was entsteht, wenn Sie so etwas verbieten? Schauen Sie sich Kuba an. Wenn Kirchen verboten werden, wie zum Beispiel in Kuba, dann entstehen Untergrundkirchen. Wenn im Iran, was da ganz schrecklich ist, den Menschen eine Religion aufgezwungen wird, was passiert? Die Leute fliehen und sie distanzieren sich wieder von der Religion. Wenn wir aber dieses wunderbare System haben in Deutschland, wo eine Religionsfreiheit gewährleistet wird, mit dem Aspekt, dass ich natürlich auch nicht will, dass eine Lehrerin in der Schule jemandem sagt, das, was du da gerade machst, ist falsch und du müsstest es so wie ich machen, selbst wenn mit dem Aspekt, dass Eltern ihre achtjährige Tochter mit Kopftuch in die Schule schicken. Mit dem Aspekt, dass wir akzeptieren, Freiheit der Eltern. Wissen Sie, was ich interessant fand? Hier rechts wurde mir der Vorwurf gemacht, etwas vorher in der Diskussion, dass ich jammere. Ich habe nur da jammern gehört. Jammern, was da gerade passiert. Habe ich recht? Vielen Dank. Da ist man auch meiner Meinung. Ich habe nur da jammern gehört. Ich bin sehr positiv, was das neue Deutschland angeht. Ich bin der Meinung, Integration passiert hier gerade auf eine wunderbare Art und Weise. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als ich klein war, weil ich ja selber nur als Entertainerin sprechen kann, als Künstlerin, als jemand, die mit Comedy und Kabarett auf der Bühne steht. Als ich klein war, gab es an deutscher Musik, die ich gefeiert hätte, wo ich klein war, gerade mal so die Fantastischen Vier. Die fand ich super. Inzwischen gibt es eine Masse an deutschem Hip-Hop, an deutschem Pop, an deutscher, verschiedenste Art von deutscher Musik, die international mithalten kann. Die ist sehr auch geprägt von Menschen, die Migrationshintergrund haben, die hierher gekommen sind, die neue Einflüsse gebracht haben, musikalisch, kulturell und so weiter. Wir alle repräsentieren Deutschland. Die Kids heutzutage, ich bin sehr, sehr stolz, als ich klein war, hat man mich noch teilweise als Ausländerin betitelt. Heute finde ich sehr süß, sie treffen ein kleines, hübsches, deutsches Mädchen und wissen Sie, was sie ihnen ganz stolz sagt? Sie fragt so, und bist du denn Deutsche? Sagt sie, ja, aber auch ein Viertel bin ich auch Tunesierin. Ganz, ganz süß, dass ich bewundere das und finde das ganz toll, dass man heute fast schon stolz ist, zu sagen, ich habe multikulturellen Background. Bitte lassen Sie mich noch den Satz sagen. Ich habe nur Luft geholt. Karl Schmidt, ein berühmter Rechtsstaatler und Rechtsphilosoph, hat diesen wunderbaren Satz, in order to have a society, also Entschuldigung, um eine Gesellschaft zu haben, musst du ein Feindbild kreieren. Du musst genauso wie Opferrolle. Opferung war da rechts. Okay? Opferrolle. Das macht ihr nach der Sendung. Jetzt noch 10 Sekunden. Wir waren bei einem Kind mit Kopftuch. Sie haben genug geredet. Jetzt reicht. Dankeschön. Halber Satz noch zu Ende. Ja, ich finde, wir kreieren leider ein Feindbild. Und anstatt, dass wir uns konzentrieren, dass wir ein tolles neues Deutschland sind, mit vielen fokussieren wir uns auf radikale Gruppen, die hier nichts zu suchen haben, gegen die man strafrechtlich vorgehen muss. Und darauf fokussieren wir uns leider in den Medien. Das ist in der Tat so, dass Herr Özdemir bereit ist, meine Frage zu beantworten. Das honoriere ich natürlich. Ich will Ihre Frage beantworten. Ich finde, ein Kind, das im Kindergarten ist, ein Kopftuch trägt, das trifft die Entscheidung nicht selber. Das ist die Entscheidung der Eltern, der Gesellschaft. Also das kann mir keiner erzählen, dass es die Entscheidung des Kindes ist. Das will ich noch was sagen. Warum trägt dieses Kind das Kopftuch? Weil es angeblich ein Sexsymbol ist, ein Sexualsymbol ist. Richtig. Das ist nicht normal. Also wer findet, dass Männer Kinder als Sexualsymbol sehen, der sollte die Männer behandeln und nicht die Kinder zwingen, den Kopftuch zu tragen. Danke für diese Antwort.